Ich mache heute mit Ihnen eine Petersilienschaumsuppe mit Saiblingstatar und Petersiliengelee. Die Petersilienwurzeln waschen, schälen und kleinschneiden. Gemeinsam mit der Zwiebel in einer Mischung aus etwas Zitronensaft, Salzwasser und Suppe weich kochen, danach im Mixer fein pürieren. Mit Rindsuppe und Obers aufgießen, mit Salz, Muskatnuss und weißem Pfeffer abschmecken. Mit eiskalter Butter schaumig aufmixen und durch ein Sieb passieren. Den Saibling mit Zitronensaft, Mascarpone und Petersilie vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für das Petersiliengelee das Petersilienpüree mit Geflügelfond verrühren, kurz aufkochen, dann von der Hitze nehmen. Die zuvor in Wasser eingeweichte Gelatine darin auflösen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Flüssigkeit auf eine Silikonbackmatte gießen. Im Kühlschrank fest werden lassen. Aus dem Gelee kleine Kreise ausstechen. Die Weißbrotscheiben rund ausstechen und in Butter goldbraun rösten. Brotscheiben und Saiblingstatar abwechselnd in einen Ausstechring schichten und mit einer Scheibe Petersilienpüree bedecken. In tiefen Tellern anrichten, mit einigen Stückchen von der Räucherforelle servieren und Petersilienschaumsuppe zugießen. Mahlzeit!